Mahlzeit, hi zusammen. Ja, für heute habe ich mir gedacht, geht es einfach mal um Steuerzeiten einstellen bei verschiedenen V-Motoren. Und zwar zum Beispiel Yamaha XV57 TR1, Honda Africa Twin, VTR 1000 und ähnlichen. Da gibt es nämlich einen Punkt, der wichtig ist zu beachten, der häufig falsch gemacht wird, durchaus auch hatte ich schon im Kundenkreis, dass die irgendwo in der Werkstatt, sage ich mal, Fuß-Kopfschichtungen neu gekriegt haben und selbst in der Werkstatt wurde das dann falsch gemacht. Und zwar, nehmen wir jetzt mal einfach, egal, VTR 1000 zum Beispiel. Gut, man stellt also den ersten Pott Steuerzeiten ein. Und das Entscheidende ist dann, was danach kommt. Und zwar kann man ja, vorgesehen ist, von Pott Nummer 1 in Motordrehrichtung die Kurbelwelle zum Totpunkt des zweiten Pottes zu drehen und da dort dann die Steuerzeiten einzustellen, was bedeutet im Verdichtungstotpunkt. Manche Leute denken nicht dran oder denken sich nichts dabei oder keine Ahnung, wie auch immer. Jedenfalls drehen die dann nicht in Drehrichtung auf den OT des zweiten Pottes, sondern zurück und denken sich, ist ja wieder der Totpunkt, kein Problem. Kann man machen. Das Moped läuft auch, nur sie wird Leistungsverlust haben. Und zwar stimmt dann ja auch der Zündabstand nicht. Also heißt auch das Ansaugen. Im Normalfall, wenn es so gemacht wird, wie es angedacht ist, dann saugen die Pötte mit dem großen Drehwinkeldifferenz nacheinander an. Wenn man das anders gemacht hat und hat statt in Drehrichtung zurückgedreht auf den Verdichtungstotpunkt oder auf den Totpunkt des zweiten Pottes, dann saugen die praktisch mit dem kleinen Zylinderwinkel nacheinander an. Das heißt also über einen weiten Bereich zeitgleich. Und da die aus einem vorgegebenen Luftfilterkastenvolumen ansaugen, bekommen die, sage ich mal, zumindest in hohen Drehzahlen Atemnot und das ist zwangsläufig mit Leistungsverlust verbunden. Hören, ja, wie soll ich sagen, man kann es eventuell hören, aber es ist nicht so ohne weiteres rauszuhören. Laufen tun die in beiden Fällen. Wenn die jetzt frei atmen würden, würde man das nicht mal an der Leistung merken. Aber da die eben ein gemeinsames Volumen haben des Luftfilterkastens, was eben ausgelegt ist, dass es passt, wenn die nacheinander mit dem großen Drehwinkel ansaugen, klappt das halt nicht so wirklich. Also, das ist ein Punkt, sage ich mal, wo ihr darauf achten solltet, wenn ihr da selber beigeht oder dass das eben wichtig ist. Ne? Also ihr macht nichts kaputt, das Ding läuft, nur es wird speziell, was jetzt die Endleistung betrifft oder die Höchstgeschwindigkeit, wird es nicht darauf hinauslaufen, dass die normale Leistung hat. Das war's für heute, eigentlich ganz kurz und knapp. Details, wie soll ich sagen, wem das jetzt nicht sowieso etwa klar ist, wie das Ganze abläuft oder was das bedeutet, dann, wie soll ich sagen, geht so einer wahrscheinlich sowieso nicht selber dabei und fummelt an den Steuerzeiten rum. Gut, das war's schon mal wieder für heute. Kurze Sache, aber wichtig. Bis dahin. Tschauchen.